Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer ungeplanten Bücherwoche. Denn ich habe, obwohl ich dachte, dass ich ja ein bisschen weniger lese, habe ich doch in Anzahl 4 Bücher und einen Drittel King gelesen. Und ich dachte, da jetzt noch eine Woche zu warten, ja, wäre irgendwie doof. Wenn nicht, gibt es dann eben erst in 2 Wochen eine Bücherwoche. Aber ich dachte, ich möchte euch einfach schon ein bisschen erzählen, was ich in der letzten Bücherwoche gelesen habe. Ja, 4 Bücher, die doch relativ kurz und knackig waren, aber dennoch gelesen wurden bzw. gehört. Ich lese ein Kurzgeschichtenband von King und es waren 2 Highlights dabei. Yippie, endlich habe ich mal wieder Highlights. Und bei einem, ja, da habe ich so darauf gehofft und es wurde tatsächlich eins. Und ja, ansonsten gab es ja die letzte Folge der Ringe der Macht. Da habt ihr auch schon ein Video gesehen, da sprechen wir am Ende noch ein bisschen drüber. Dann erwartet uns am Montag die letzte Folge von House of the Dragon. Auch da können wir 2, 3 Sätze verlieren und ja, vielleicht ein bisschen was über den Spätsommer, der da noch geherrscht hatte in der letzten Woche, was richtig schön war. Also es war wirklich traumhaftes Wetter und ja, heute ist es dann aber losgegangen mit Sturm und Regen und ich hoffe auch, dass das von dem Licht hier jetzt ein bisschen passt. Aber ja, es ist jetzt einfach Herbst. Ja, das ist Mitte, Ende Oktober einfach so und dann wird es Zeit, dass wir jetzt die Gummistiefel rausholen und ja, die Regenjacke und ja, dann durch das Laub sausen. Mein Weasley mag im Übrigen kein Laub. Also ja, aber mir ist dann ja auch klar geworden, es ist ja theoretisch sein erster so richtiger Herbst, weil heute von dem Jahr, also von dem Jahr, war er ja erst so knapp 2 Monate alt und da ist er wahrscheinlich noch gar nicht so ja, durch Laubblätter gefetzt oder ja, er fand das Knirscheln an den Pfoten ein bisschen unangenehm. Aber ja, jetzt liegt er hier ganz entspannt und ja, so soll es sein. Ich packe euch alle Bücher und die Zeitstempel der Bücher und auch des Serientalks, sag ich mal, unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei und wir machen zu Beginn die gewohnte ja, Zusammenfassung, was ich gelesen habe und dann habt ihr schon einen Einblick, was in der Bücherwoche euch so ein bisschen erwartet. Und das erste Buch ist das Hörbuch der Woche, das ist Mensch und Hund von José Arce. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und ja, es war ein sehr kurzes Hörbuch und ja, hat mich natürlich wegen der Thematik Mensch und Hund angesprochen. Dann meine Inselbuchhandlung von Petra Dittrich mit Rainer Moritz. Ja, war leider kein Highlight, wie ich es erhofft hatte. Aber ja, es hat zumindest ein schönes Cover. Dann das erste Highlight der Woche ist Billy Bienenbeinchen von Birgit Wiedenmann. Ein wunderschönes Buch, was ja, mich absolut geflasht hat und ja, von dem ich nur schwärmen kann. Dann das ja, im Grunde letzte beendete Buch in der Woche ist Dämon in the Wood von Leigh Bardugo und Danny Petergast. Ja, eine Graphic Novel, zu der ich dann auch ein bisschen erzählen werde. Und das dritte Buch von Stephen King ist Blut. Das ist ein Kurzgeschichtenband, wo ich mir mit einer lieben Freundin die Kurzgeschichten jetzt über 3 Wochen eingeteilt habe. Und da haben wir im Grunde so grob, ganz genau kann man es nicht sagen, ein Drittel gelesen. Und ja, da kann ich auch schon ein bisschen was dazu erzählen. Und jetzt kommt die Vergangenheit, Steffi, die zumindest ja über die ersten Bücher so ein paar Clips was erzählt hat. Da war die Steffi auch noch ein bisschen heller Farben. Aber ja, schaut, könnt ihr gerne sagen, ob eher heller oder dunkel. Viel Spaß. Ich habe gestern 2 Bücher gleichzeitig beendet. Zum einen ein Hörbuch, zum anderen ein echtes Buch. Und ich beginne mit dem Hörbuch, mit dem ich auch in die Woche gestartet bin. Mensch und Hund von José Arce. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich weiß es leider nicht. Ich habe von ihm auch weiter vorher noch gar nichts irgendwie gehört. Ich bin über dieses Buch gestolpert, über dieses Hörbuch bei NetGalley und es wurde mir dann auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Mich hat hier der Untertitel Durch Verantwortung, Liebe und Sicherheit schenken angesprochen, weil ich habe ja doch einen recht ängstlichen Hund, zumindest was andere Hunde angeht. Also Weasley ist kein Freund von anderen Hunden. Und zeigt das durchaus durch Stress und ja, Angst. Und dann ist er aber jemand, der gerne so nach vorne geht und erstmal alle erschreckt, obwohl er eigentlich, wenn es dann darauf ankommt, eher wieder zurückgeht und ja, eigentlich sich verstecken möchte. Und ja, es ist einfach so, man kann das ja oft einfach nicht einschätzen, wie Hunde auf ihre Artgenossen reagieren. Und ich war hier einfach neugierig, ja, was mir vielleicht einfach jemand anderes, jemand Neues so ein bisschen zur Mensch-Hund-Beziehung erzählen kann. Gesprochen wird das Hörbuch von Uwe Thoma, dauert auch nur knapp 2,5 Stunden. Dementsprechend hat es in den Montag, Dienstag ganz gut reingepasst, bevor dann am Mittwoch die Folgenbesprechung von Cinema Strikes Back
gekommen ist. Und ich habe es am Mittwoch früh beim Fertigmachen sozusagen zu Ende gehört. Ja, es ist ein sehr kurzes Buch, das muss man tatsächlich sagen. Hat auch, glaube ich, in Seitenzahl nicht sehr viel. Und ja, es wird hier erklärt, wie eine intuitive Mensch-Hund-Beziehung erfolgen kann. Er beschreibt das wirklich sehr gut, wie wir das als Mensch fördern und auch fordern können, was wir hier so ein bisschen für Ansätze haben, für Impulse. Und es wird eben auch wunderbarst erklärt, wie die Kommunikation des Hundes funktioniert, wie wir als Mensch eben unseren Hund lesen und verstehen können. Und jetzt habe ich ja in den letzten Wochen, ja, seitdem ich Weasley habe und auch schon davor, einiges an Büchern gelesen, an YouTube-Videos geguckt, an, ja, mich auch mit unserem Hundetrainer ja, besprochen. Und ich finde aber so intuitiv immer sehr gut. Ich mag es, wenn das Bauchgefühl im Grunde an erster Stelle steht und nicht dieses im Kopf oder dann sogar verkopft sein. Und das zeigt uns José Arce tatsächlich sehr gut in der Kürze der Zeit. Es ist ein tolles, sehr leicht verständliches Buch, um eben die Mensch-Hund-Beziehung noch zu intensivieren und auch ja, seinem Bauchgefühl eben oftmals zu trauen. Ich glaube, dass ja, oder auch mir selbst geht das ja so, dass man oft eigentlich ein richtiges Gefühl hat, dann aber die Theorie kommt und man dann doch umherschwankt, ob das alles so richtig ist, was der Bauch gerade sagt. Und grundsätzlich bin ich auf jeden Fall jemand eher Team Bauchgefühl und lasse mich da aber doch schnell ein bisschen verunsichern, dass eben manches in der Theorie anders ist, als es mein Bauch gerade sagt. Aber ich merke eben auch im Umgang, egal ob mit Hund oder Katz, dass das Bauchgefühl oftmals einfach das Richtige ist. Und das, finde ich, bringt José Arce hier auch richtig toll rüber und stärkt im Grunde das Bauchgefühl und die Intuition. Ich finde, dass er einen sehr intelligenten Ansatz hat, einen sehr guten Eindruck macht und ich mochte die Art, wie er Dinge sieht und den Impuls gibt, wirklich sehr gerne. Auch wie er die Welt sieht, wie er Hunde sieht, wie er die Beziehungen der Teams sozusagen sieht, ja, das fand ich richtig toll erzählt, rübergebracht und man hat eben schon das Gefühl, dass er einen ganz wunderbaren Blick auf die Welt hat. Es ist leicht, es ist verständlich, es ist nachvollziehbar, es gab auch den ein oder anderen Aha-Moment und ich erkenne mich in vielen wieder, sowohl in den Dingen, wo ich denke, das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht oder das sehe ich so oder fühle mich dann auch ertappt, dass ich in manchen Momenten eben nicht aufs Bauchgefühl gehört habe, obwohl es im Nachgang dann vielleicht besser gewesen wäre. Es hilft jetzt natürlich nicht eins zu eins direkt nach dem Hören, dass man rausgeht und Weasley ist jetzt der selbstbewussteste Hund, mag alle Hunde und spielt mit ihnen. Nein, so funktioniert es natürlich nicht. Aber es hilft mir natürlich einfach so ein bisschen, ja, das Vertrauen meines Hundes zu gewinnen in dieser Mensch-Hund-Beziehung, im Grunde das aufzubauen, wenn man ihn jetzt gerade sehen könnte, präftens auf der Couch, auf die er eigentlich nicht soll, aber ja, wir gucken einfach nicht hin und ja, es fängt natürlich immer im Haus an und es überträgt sich dann nach draußen. Es ist immer Arbeit und ich glaube auch einfach mit dem Tierschutzhund ist es besondere Arbeit und ja, so fand ich tatsächlich diese Impulse aufs Bauchgefühl zu hören, fand ich tatsächlich richtig gut. Was so ein bisschen gefehlt hat, war einfach die Ausführlichkeit. Also ich muss sagen, in 2,5 Stunden, ich glaube es sind 120 Seiten, wenn überhaupt, ich hätte mir mehr gewünscht. Ich bin zwar grundsätzlich ein Freund von kurz und knapp, aber mir war das an vielen Stellen zu kurz und zu knapp. Ich hätte mir mehr Details gewünscht, mehr Ausführungen, mehr Beispiele und ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Fülle gewünscht. Das ist so ein bisschen mein kleiner Kritikpunkt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall schauen, was ich von dem Autor noch ein bisschen finde, was mich da anspricht, was es vielleicht auch für ausführlichere Bücher von ihm gibt, um da noch so ein bisschen in der Theorie mich einzulesen. Aber auf jeden Fall ein Tipp, wenn man eben auch einfach so einen Weg sucht, wie man intuitiv oder Intuition auch einfach lernt, darauf zu hören. Also wenn man denkt, man hat das vielleicht sogar irgendwie verlernt, dass man dahin zurückkommt. Und das Buch, was ich dann gestern Abend beendet habe, ist meine Inselbuchhandlung von Petra Dietrich und Rainer Moritz. Das ist der 10. Teil der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Books Verlag. Und ich habe da auch schon 3 oder 4 gelesen. Ich glaube, 2 sind auch im Highlight-Regal, 2 fand ich nicht so gut.
Ich glaube, das könnte in etwa hinkommen. Und ja, ich habe auch noch eins oder zwei auf dem Sub. Ich glaube, eins auf dem Sub, eins auf der Wunschliste. Und ich mag diese Sehnsuchtsorte-Reihe sehr gerne, weil sie eben immer echte Geschichten erzählt von Menschen, die eben an ihre Sehnsuchtsorte gehen und davon etwas erzählen. Hier treffen wir auf die Autorin, die uns sehr viel über ihr Leben erzählt, wie es in der DDR war, was sie gelernt hat, was sie gearbeitet hat, wie sie zu ihrer ja, Buchhändlerin-Karriere sozusagen gekommen ist. Sie erzählt uns viel von davor, auch währenddessen und eben einfach, wie es aktuell ist, wie sie zu dem Beruf gekommen ist, wie sie liest, was sie gerne liest, warum sie gerne liest, wann das anfing, ihre Liebe zu den Büchern. Und das erzählt uns hier im Grunde Petra Dietrich in dieser Geschichte. Und ich muss sagen, es war leider wenig Bücher, wenig Buchhandlung, es war wenig Insel bzw. wenig Rügen und es war sehr, sehr viel unsympathische Erzählerin. Und das tut mir unglaublich leid, weil ich möchte den Mensch gar nicht beurteilen, weil ich kenne ihn ja nur über 200 Seiten in diesem Buch. Ich fand, sie hat aber an sehr vielen Stellen einfach sehr unsympathisch sich in Szene gesetzt. Ich liebe es, über Buchhandlungen zu lesen, über Bücher in Büchern zu lesen. Ich bin da ein großer, großer Freund von. Ich mag das, wenn eben einfach der Protagonist in der Geschichte die gleiche Liebe zu Büchern hat wie ich. Mir fehlte hier aber wirklich die Buchhandlung. Also es war, die ersten 100 Seiten hat die Autorin nur von ihrem vorhergehenden Leben erzählt, wie sie dann irgendwie dazu gekommen ist. Und man hat wenig Einblicke in die Buchhandlung bekommen, wenig Einblicke in Schwierigkeiten, in kuriose Geschichten mit Kunden, in wie der Alltag so läuft. Und das hatte ich mir, wenn hier Inselbuchhandlung draufsteht, einfach auch so ein bisschen erwartet. Und zudem gab es auch wenig über die Insel. Also ja, wir erfahren, dass wir hier auf Rügen sind, dass wir auf der Insel sind, aber so eine Insel hat natürlich Besonderheiten und das gibt es ja durchaus in den anderen Geschichten, wenn man eben auf Inseln unterwegs ist, zu lesen. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Es wurde so ein bisschen angerissen, wie eben auch so die Insulaner unterwegs sind, aber das war mir persönlich einfach zu wenig. Das heißt, Inselbuchhandlung war relativ wenig enthalten, dafür aber sehr viel Petra Dietrich, die eben von ihrer Zeit im Berlin spricht, von ihren Beziehungen, wie sie auch das als Quereinsteiger so gemeistert hat. Und ich finde, sie wirkt, und das ist, also das Schwierige ist natürlich, dass ich hier keine fiktive Geschichte habe und ich möchte das Leben eines Menschen eben nicht beurteilen. Aber für mich wirkte es, wie es eben erzählt wurde von Petra Dietrich, doch sehr eigenverliebt. Es ist sehr viel Eigenlob. Es ist schon fast eine Selbstbeweihräucherung im höchsten Maße und das fand ich sehr unsympathisch. Und ich fand das wirklich schwierig zu lesen. Also spätestens nach fünfmal, wie toll alles lief. Nichts dagegen, dass man sich gut findet, dass man seine Erfolge feiert. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber in der Art, wie das hier geschieht, fand ich es wirklich sehr unsympathisch und vielleicht auch so eine eigene Werbeshow. Ich fand das wirklich sehr schwierig. Es hat auch irgendwann dann keinen Spaß gemacht. Und was mir noch in diesem Buch aufgefallen ist, ist, dass wir ein Kapitel haben und vorher in der Regel drei leere Seiten. Also hier beginnt das Kapitel, gegenüber ist leer, davor kommt die Kapitelanzeige, die Seite ist im Grunde bis auf den Druck auch leer und dann auch. Das heißt, wir haben vor Kapiteln drei bis vier leere Seiten, weil man hätte ja die Kapitelüberschrift durchaus auch hier oben drüber packen können oder auf eine Seite. Und da muss ich echt sagen, warum? Was hat sich ja hier der Buchsetzer gedacht? Was hat sich der Verlag gedacht? Warum so viele Seiten vergeudet? Also ich, ja, man muss ja sagen, am Ende muss man hier irgendwie 30 Seiten, das reicht wahrscheinlich gar nicht, abziehen. Das fand ich tatsächlich unnötig und verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist jetzt nicht eine Kritik an der Autorin und der Geschichte, aber an dem Buch. Zudem spricht sie ja sich immer für kleinere Bücher aus, für eigenständige Werke, für nicht so die großen Bestseller und sie möchte eben auch tatsächlich in ihrer Buchhandlung, ja, im Grunde ja eben das Kleinere empfehlen und in den Vordergrund geben und unterstützen. Aber sie gibt hier Buchtipps und gefühlt sind das alles Bestseller. Egal, ob das die Bücher sind, die Autoren, Autorinnen sind, da ist irgendwie ganz wenig an etwas unbekannt. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Und ich frage mich halt dann, warum? Also warum sie dann doch diese großen Geschichten empfiehlt, von denen wir alle schon irgendwie gehört haben. Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Also für mich eher ein Flop. Ich hatte mir mehr erhofft, mehr Insel, mehr Buchhandlung, mehr Bücher. Alles in allem war es eine große Petra Dietrich-Show, die ich so nicht gebraucht hätte. Und ich hätte auch nicht so viel über Berlin hören müssen und ihre Vorgeschichte, weil ich wollte nicht über Berlin eine Geschichte hören, sondern über Rügen.
beziehungsweise die Insel. Ja, also leider nicht so gut, darf weiterziehen, sehr schade. Ich hoffe, ich habe mit dem nächsten Buch aus der Sehnsuchtsorte-Reihe ein bisschen mehr Glück. Ein Büchlein, welches gestern erst bei mir eingezogen ist und heute dann auch schon gelesen wurde, ist Billy Bienenbeinchen, Jeder kann helfen, von Birgit Wiedenmann und Illustrationen von Anja Krüger. Ist jetzt ganz aktuell im Einhorn Verlag erschienen, dank der lieben Anka, bin ich darauf gestoßen und ich bin ja ein großer Katzen- und Tierfreund, mittlerweile ja auch ein großer Hundefreund, zumindest was meinen eigenen Hund angeht. Und ich fand es so schön, was wir hier für ein Thema haben. Und ich lese ja immer mal wieder sehr gerne Kinderbücher. Hier haben wir wirklich ein Kinderbuch ab sehr jungem Alter mit vielen Illustrationen und wenig Text. Und ich würde sagen, das kann man Kindern durchaus, ich sag mal, ab 3 vorlesen. Das Schöne ist nicht nur die Illustration hier von unserem Billy Bienenbeinchen, sondern, und das möchte ich tatsächlich wirklich groß mal nach vorne heben, ist, wir haben hier ein Lesezeichen, das man entweder aus dem Buch herausschneiden kann oder sich, denke ich, auch einfach eine Farbkopie machen kann, einlaminieren kann. Und dann würde eben immer die Katze sozusagen aus dem Buch herausschauen. Und das werde ich tatsächlich machen. Also ich werde es mir einmal rauskopieren, vielleicht sogar mal spiegelverkehrt, auch wenn dann der Text keinen Sinn mehr macht. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber dass die Katze von vorne wie hinten gleich aussieht und dann einlaminieren. Ich finde das so eine süße Idee. Und die liebe Anke hat mir schon erzählt, dass das auch bei weiteren Kinderbüchern, irgendwas mit einer Giraffe, demnächst auch noch kommen wird. Mit dem Kauf des Buches unterstützen wir auch eine Tierschutzorganisation, nämlich Soul Cats e.V., die sich eben ja verschiedensten Tierprojekten, ich glaube auch in ganz Europa, wenn ich das richtig gelesen habe, verschrien haben, denn sie sind in Deutschland unterwegs, auch in Kroatien, Jordanien und Kambodscha, und hier wird eben der Verein unterstützt mit Geld- und Futterspenden, und ein ganz großes Thema ist auch die Kastration, und ich glaube, ja, das ist sowieso ein hausgemachtes Problem unserer Zeit, dass Tiere einfach, die draußen herumstreunern, nicht kastriert sind, nicht kastriert werden, und es ja auch immer wieder Zuchten gibt, wo man sich fragt, muss das wirklich sein, diese Vermehrer, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt aber zum Kinderbuch selbst. Ja, wir treffen auf Billy, der einen Autounfall hat und dann auf der Straße liegt, sich selbst die Gedanken stellt, was ist denn hier los, warum tut mir mein Körper so weh, und dann wird Billy von Mehmet gefunden, der ja nicht an diesem Kätzchen vorbeigeht, sondern versucht zu helfen, sich dann noch ein anderes Mädchen einschaltet und dann Billy ja im Grunde auch zu einem Tierarzt kommt und dann eben auch diesen schicken Verband umbekommt, als ihm das Pfötchen abgenommen werden muss. Das ist de facto im Grunde schon die Geschichte. Man kann damit rechnen, dass ein Kinderbuch ist, dass es ein Happy End für Billy gibt. Und das war wirklich bezaubernd. Es war eine wunderbare Geschichte, die so viele Themen und das wichtigste Thema, einfach Tierschutz, ganz nach vorne hebt, eben, dass man auf der Straße nicht an verletzten Tieren vorbeigehen sollte, dass Tiere eben wertvoll sind, dass es nicht irgendwelche Sachgegenstände sind, dass man Tieren helfen sollte, dass man nicht wegschaut und eben auch, wenn man zum Beispiel nicht einfach immer selbst helfen kann, ich kann hier halt leider in meiner Wohnung oder in meinem Haus auch kein Tierheim aufmachen, dass man aber trotzdem versucht, den Tieren zu helfen, sie zu einem Tierarzt bringen, ins Tierheim bringen, zu Pflegestellen, das lernen wir hier auch in diesem Buch kennen. Hier wird nämlich Billy auch dann zu einer Pflegestelle gebracht, und dass das eben alles hilft. Und wenn man eben vielleicht selbst nicht helfen kann, zumindest vielleicht zum Beispiel das nächste Mal einfach auch Futterspenden abgibt. Das wird hinten auch beschrieben, wie man helfen kann, mit Geldspenden, Sachspenden, natürlich auch mit Zeit, dass man eben in Tierheimen vor Ort im Grunde gemeinnützlich weiterhilft. Und das wird hier auch alles beschrieben. Das Besondere an dieser Geschichte ist, und ich weiß, dass es eigentlich schade ist, dass wir sagen müssen, dass es etwas Besonderes ist, was mir super positiv aufgefallen ist, ist so ein bisschen diese Mischung an Diversität. Wir haben hier einen Jungen, der eben tierlieb ist und dem Kätzchen hilft. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass es immer die Mädels sind, die Tieren helfen. Ich fand es hier sehr schön, dass wir hier einen Jungen haben, der hilft. Auch sehr schön fand ich, dass der Junge Mehmet ist und nicht irgendwie Andreas, Hans oder Peter. Nichts dagegen, aber ich fand es schön, dass wir hier einfach auch ein bisschen die Diversität unserer Gesellschaft gezeigt bekommen. Ich fand es schön, dass wir Billy haben, der am Ende 3 Beine hat und natürlich etwas Besonderes ist, etwas Behindertes ist und trotzdem von seinen Katzenkumpels irgendwie aufgenommen wird, weil Tieren ist das in der Regel zumindest
würde ich sagen, bei Nicht-Rudeltieren relativ egal. In der Natur sieht das natürlich anders aus, wenn du da ein Rudeltier bist, egal ob Wolf oder selbst, glaube ich, bei Kaninchen ist das ja so, dann gehst du, ne? Dann schwächst du deinen Rudel nicht, aber in dem Fall wird Billy eben als Katze aufgenommen und auch von der Familie, die er adoptiert wird, die das eben so herzenslieb machen. Und das sind so viele Themen, die wichtig sind, die schön sind, die man Kindern so wunderbar in der Geschichte zeigen kann und dass das eben auch sehr wichtig ist. Nicht nur für die Kinder, denn ich persönlich glaube ja, dass Kinder viel toleranter und respektvoller und liebevoller sind, als es Erwachsene sind. Das sieht man schon daran, dass wenn man mit Kindern über Zoos spricht, und das mache ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis durchaus des Öfteren, und ich frage natürlich vorher die Eltern, ob ich darüber sprechen darf, was Zoos sind, dass da Kinder sofort verstehen, ja, das stimmt, die sind da hinter Glas und hinter Käfig eingesperrt und eigentlich will ich ja auch nicht in ein Gefängnis gehen, wo Menschen sind und mir die anschauen. Und Kinder verstehen diesen Zusammenhang relativ schnell und da kann man mir auch 10-mal sagen, den Tieren geht es in einem Zoo gut und es wird sich gekümmert. Nein, dass man diese Tiere heute nicht mehr auswildern kann, ist mir ganz klar, aber dass wir da immer wieder neue, das finde ich einfach, wir sind im 21. Jahrhundert und wir benehmen uns irgendwie wie, keine Ahnung, wie Barbaren keine Ahnung, wann wir mal Barbaren waren, die so waren, aber das, ja, ihr seht, Tierschutz ist ein großes Thema in meinem Herzen und dementsprechend finde ich dieses Kinderbuch mega wichtig, ich finde es super schön gemacht, ich liebe die Bilder, die hier drin sind, gerade wenn wir, ich möchte ja gar nicht so viel vielleicht zeigen, aber gerade wenn wir natürlich so ein bisschen Billy im Detail sehen, ich finde, der Kater ist so wunderbar gezeichnet, ich finde ihn so süß, erinnert mich so an meinen Rambo und ich, ja, auch eine graue Katze, also ich finde ich super schön. Ein wunderbares Buch, ich finde ein perfektes Buch für Kinder, ich würde sagen, würde ich so ab 3 zum Vorlesen und dann natürlich für ein bisschen älter, wenn sie schon selbst lesen können, weil wenig Text und viel Bilder und als Special dieses tolle Lesezeichen. Man tut mit dem Buch dann eben auch noch etwas Gutes und unterstützt einen Tierschutzverein. Richtig, richtig toll. Und natürlich danke ich auch Anka, dass sie mich auf das Buch aus ihrem Verlag sozusagen oder bei dem sie arbeitet aufmerksam gemacht hat. Denn ich glaube, sonst wäre ich nicht darauf gekommen, weil es ja wahrscheinlich gar nicht so irgendwie in der Buchhandlung oder so stünde. Aber ich fand es großartig. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen und es ist mir sehr zu Herzen gegangen. Und ja, dementsprechend absolute Empfehlung. Großes Kinderbuch-Highlight hier an dieser Stelle und absolute Empfehlung. Ich bin schwer verliebt. Und das letzte abgeschlossene Buch der Woche ist dann Dämon in the Woods, eine Graphic Novel aus dem Grishaverse von Leigh Bardugo und Danny Pendergast, Schatten der Vergangenheit, die Vorgeschichte des Dunklen. Und ich bin ja nicht der größte Comic, Graphic Novel Fan oder Manga Fan, aber als ich das gesehen habe, und ich bin ein großer Fan der Grisha-Reihe, wie man hier hinten unschwer erkennen kann, egal ob es dann auch noch die Nikolai-Dilogie ist oder die Dilogie rund um die Krähen, ja, ich glaube, so hieß sie auch. Ich feiere das alles, ich liebe das alles und ich war auch so froh, dass ich das alles so ein bisschen noch vor der Serienverfilmung auf Netflix letztes Jahr gelesen habe, bis auf die Nikolai-Dilogie, die kam im Nachgang. Und ich habe mich nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Serie sehr in den Charakter des Dunklen verguckt. Und ich war so happy, als ich gesehen habe, hui, da gibt es eine Graphic Novel und ich war sehr begeistert. Es ist tatsächlich eine kleine, kurze Vorgeschichte zu dem Dunklen, den wir eben aus Grisha sozusagen kennen, dem wir dort auch wirklich sehr nahe kommen und der uns hier eine Geschichte erzählt, wie er zusammen mit seiner Mutter unterwegs ist, wie damals die Zustände für Grisha waren. Wir haben hier schon so ein bisschen, ja, ein Teil seiner Magie, seiner Gabe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das ein Spoiler ist für die Bücher, aber an und für sich wahrscheinlich nicht, weil man es auch in den Büchern relativ schnell erahnen kann und auch relativ schnell erfährt. Und ich fand das toll. Ich mochte den Stil der Bilder. Ich mochte es, ich suche mal gerade raus, ich mochte es, wie wir so kühlere Töne und kühlere Bilder haben. Ich mochte es aber dann auch, wenn wir in einem Zelt sind und es einfach ein bisschen wärmer wird. Es wurde dann auch ein bisschen eisiger. Das fand ich auch richtig schön gemacht. Also ich fand die Optik richtig, richtig toll. Ich fand die Vorgeschichte des Dunklen sehr spannend erzählt mit seiner Mutter, wie er im Grunde auch auf die Gedanken gekommen ist, die er dann in der Grisha-Reihe im Grunde spinnt. Also, dass er es eben nicht gut findet, dass die Grisha so unterdrückt werden, dass sie aus der Flucht sind, dass ihre Magie
ja, im Grunde eigentlich so unterdrückt wird und ja, und da erzählt er uns ein bisschen seine Motivation, wo es herkommt, wo es irgendwann hingeht. Und natürlich wissen wir, wo es ja hingeht, wenn man die Grischa-Reihe kennt. Und ich fand das toll. Ich mochte die Texte, ich mochte die Erzählungen, ich mochte es, wie wir, auch hier hinten sehr schön, wie wir in die Gedanken des Dunklen so hineinkommen. Ich hatte mega viel Spaß. Also für mich wirklich ein Highlight, auch als Nicht-Comic-, Manga-, Graphic-Novel-Leserin, fand ich das richtig, richtig toll. Ich hatte super viel Spaß mit den Bildern, mit den Momenten, mit den Gesichtern, mit dem Ein- und Abblenden, mit den Gedanken, die geschrieben wurden, aber auch mit den Dialogen. Also ich hatte mich, ja, ich habe mich da wirklich verloren in dieser Welt und hätte direkt wieder Lust, die Grischa-Reihe zu lesen. Vielleicht muss ich mir die mal als Hörbuch für einen Reread holen und auch die Serie zu schauen. Und ja, da kommt ja auch demnächst irgendwie die zweite Staffel. Auch darauf freue ich mich sehr. Und wahrscheinlich werde ich die erste tatsächlich nochmal rewatchen, bevor es dann weitergeht. Und oh, ich hatte großen Spaß. Also ich hätte es nicht gedacht, ich habe es gehofft, beziehungsweise eigentlich auch irgendwie erwartet, macht das irgendwie Sinn. Aber ich dachte mir schon, ach, so eine Graphic Novel, das kann natürlich auch irgendwie so nach hinten losgehen, aber nein. Optisch toll, Handlung toll, Dialoge toll geschrieben. Es hat wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht und auch wirklich die Optik ist wirklich ein Träumchen. Richtig, richtig schön. Und ich ja, freue mich sehr, dass ich mir das Buch gegönnt habe. Ist ja auch mit 18 Euro nicht ganz so günstig, aber es ja, freut sich jetzt ins Regal nach hinten zu kommen. Da steht ja auch der Rest der Krischerei und ja, erfreut auf jeden Fall mein Regal. Und dann haben meine liebe Freundin und ich ja im Stephen King gelesen. Es ist ja King Tova, wenn man so möchte. Wir haben in Blut gelesen und es sind doch einige Kurzgeschichten unterwegs. Es ist die Geschichten der Skeleton Crew im Original. Also mein Buch ist auch schon uralt. Also 8. Auflage steht hier drin aus dem Jahre 96 und ursprünglich ist es ein Copyright aus 85 und so sieht dieses Buch tatsächlich auch aus. Also ich glaube, es steht bestimmt schon 20 Jahre bei uns im Regal und jetzt haben wir das irgendwie. Ja, es ist so. Es stört mich aber nicht, denn es ist ja der familiäre Dreck von mir sozusagen. Und die Vergilbung erklärt sich natürlich über ja, Holzofen. Meine Eltern haben lange Zeit geraucht, über Umzüge, über ja, einfach die Natur. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Aber das tut ja dem Inhalt keinen Abbruch. Besonders hervorheben möchte ich hier auf jeden Fall das Vorwort, über das meine Freundin und ich sehr geschmunzelt haben. Also beginnend mit zum Beispiel: Ich hoffe, lieber Dauerleser, dieses Buch gefällt Ihnen. Ich vermute, es wird Ihnen nicht so gut gefallen wie ein Roman, weil die meisten von Ihnen das Vergnügen einer Kurzgeschichte vergessen haben. Wenn man einen langen Roman liest, ist das in vieler Hinsicht, als hätte man eine lange, unbefriedigende Beziehung. Sehr schön. Es hat auch sehr gepasst. Und im Gegenzug sagt Stephen King, eine Kurzgeschichte ist etwas ganz anderes. Eine Kurzgeschichte ist wie ein rascher Kuss von einem Fremden in der Dunkelheit. Das ist selbstverständlich nicht dasselbe wie eine Beziehung oder eine Ehe. Aber Küsse können süß sein und gerade ihre Kürze machen ihren Reiz aus. Und so habe ich Kurzgeschichten noch nie betrachtet, aber schön, dass mich Stephen King dazu gebracht hat. Und wir haben in der Woche auch schon 4 oder 5 Kurzgeschichten gelesen. Wir hatten eine längere Kurzgeschichte, Der Nebel, der ja auch schon verfilmt wurde und der hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also das fand ich wirklich sehr atmosphärisch erzählt und ich mochte vor allem das Ende, ohne zu spoilern. Das fand ich richtig toll, dass Stephen King so ein Ende gewählt hat und das auch so ja, im Grunde ja, beendet hat lassen. Hat mir mega gut gefallen. Dann gab es den Hochzeitsempfang und Hier ist sein Tiger. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was möchte mir Stephen King damit sagen? Während ich dann zum Beispiel der Textcomputer der Götter, die fand ich richtig, richtig toll, die hat super viel Spaß gemacht, die war auch so ein bisschen Science-Fiction, zukunftsmäßig und die fand ich richtig, richtig toll. Und das waren die Geschichten der ersten Woche. Und ja, es ist noch gemischt. Ich habe tatsächlich auch immer so meine Probleme mit den Kurzgeschichten, aber ja, ich versuche sie als Kuss in der Dunkelheit wahrzunehmen und mich daran zu erfreuen.
Und dann habe ich euch in einem Video am Montag ganz außerplanmäßig ein bisschen was über meine Meinung zu der Ringe der Macht erzählt. Da hatten wir ja jetzt die letzte Folge der ersten Staffel. Ich packe euch das Video auch mal unten in die Infobox, solltet ihr es noch nicht gesehen haben. Ihr solltet natürlich die Serie gesehen haben, weil es wird hier definitiv Spoiler geben. Und ich fand, es tat richtig gut, mal so die Gedanken so in einem Fluss irgendwie loszuwerden und einfach mal auch ein bisschen das Positive zu betonen. Aber leider hat für mich eben in der ersten Staffel definitiv das Negative überwogen. Ich kann auch noch nicht sagen, ob ich der zweiten Staffel eine Chance geben werde oder nicht, weil ich tatsächlich sehr enttäuscht war von dem, was mir da präsentiert wurde. Und ich bin auch froh über jeden, der meine eigene Meinung teilt. Beziehungsweise freue ich mich auch, in den Dialog zu gehen, und ich habe auch im Freundeskreis zwei Meinungen, die sehr begeistert sind, und ich freue mich da auch, mich darüber auszutauschen, und ich freue mich für jeden, der diese Serie toll fand, weil ich hätte sie auch gerne toll gefunden, aber das war leider nichts. Und ganz anders aber House of the Dragon, da erwartet uns jetzt am kommenden Montag die letzte Folge der ersten Staffel, das sind ja 10 Folgen, und auch da plane ich so ein bisschen einen Serientalk, mal gucken, wie ich das so ein bisschen mache, ob ich das vielleicht ähnlich aufbaue, wobei ich schon sagen kann, das kommt definitiv besser weg, obwohl meine Erwartungen im Gegensatz zu der Herr der Ringe-Serie eher so niedrig waren und ach, gucke ich mir das überhaupt an, weil die Enttäuschung der 8. Staffel einfach so tief sitzt und ich hätte tatsächlich gar nicht erwartet, dass es mich so begeistern kann, so flashen kann, und auch wenn das ein ganz blödes Wort ist, aber es hat mich echt manchmal sprachlos gemacht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Staffelfinale. Ich bin super gespannt, wo sie den Cut setzen, wo dann im Grunde irgendwo der Cliffhanger sein wird. Und ich freue mich da sehr drauf. Im Groben weiß man ja, wo die Geschichte des Tanz der Drachen hingeht. Aber das so in Serie zu sehen, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber dazu dann, denke ich, im nächsten Serientalk oder in der nächsten Bücherwoche dann mehr. Und ja, ich glaube, das war es so im Groben zu diesen beiden, zu dieser Woche, zu den beiden Serien. Sonst läuft ja auch The Masked Singer. Da muss ich sagen, das interessiert mich diesmal irgendwie relativ wenig. Irgendwie, weiß ich nicht, ich finde diese viele Werbung schrecklich. Ich finde es nicht so schön, dass wir diesmal eher weniger echte Sänger, Sängerinnen haben. Und ich weiß auch nicht, irgendwie verliert die Serie oder diese Show so ein bisschen an Reiz. Ich weiß nicht. Ist ja auch schon die 7. Staffel, glaube ich. Irgendwie, ich glaube, es ist auch einfach die Werbung, die da drin schuld ist. Also, wenn man irgendwie jetzt nur noch Streaming gewöhnt ist und muss auf einmal im Samstagabendprogramm irgendwas anschauen und will dann irgendwie live dabei sein. Also, diese Werbung ist wirklich irre, muss man ehrlich sagen. Ja, ich glaube, sonst bin ich soweit durch. Der Herbst ist da, darüber haben wir schon gesprochen. Da freue ich mich jetzt auch ein bisschen mehr Herbstdüfte zu düfteln. Meine neue Duftlampe ist ja da. Ich glaube, das Video kommt dann jetzt erst, wenn ich mich nicht irre. Oder ist das schon dann? Nein, ich glaube, die Duftbestellung von Candle Warmers ist schon da. Da habt ihr auch diese Duftlampe hier gesehen und was so herbstlich ein bisschen bei mir eingezogen ist. Ich glaube aber, dass es diese Woche trotzdem was Düfteliges gibt, nämlich das Unpacking von Anker. Genau, von Ankers Wanderpaket. Da kommt am Dienstag, glaube ich, das Video. Genau, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist gefühlt nächste Woche auch schon fast der Oktober um und irgendwie haben wir dann, dann wird die Zeit umgestellt. Das ist echt Wahnsinn, oder? Wie die Zeit irgendwie jetzt so ein bisschen gerannt ist und es irgendwie Herbst wurde, ne? Ja, aber gut. Ja, das war's von mir. Das war meine Bücherwoche. Ich bin super gespannt, was euch zuletzt begeistert hat, was ihr vielleicht auch gerade lest oder an Serie geschaut habt. Wenn ihr da Tipps habt, super gerne auch in die Kommentare. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.